Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Heute bin ich in Hannover und zwar zusammen mit Marie Flohr. Die hat sich bei Antenne Niedersachsen gemeldet mit einer ganz bewegenden Geschichte, wie ich finde. Marie, bei wem willst du Danke sagen und warum? Ich möchte mich bei meiner Mutter bedanken, weil sie immer für mich da ist und auch meine ganze Geschichte mit mir durchgemacht hat, die ich erlebt habe. Deine Geschichte ist ja nicht ohne, die ist schon eine besondere Geschichte. Viele Leute wollen mal bei ihrer Mutter Danke sagen, aber bei dir ist das ja schon ein bisschen was Besonderes. Du hast ja eine neurologische Erkrankung, was ist das für eine? Es handelt sich dabei um eine Erkrankung, die den Fluss des Rückenmarks behindert durch verschiedene Wirbelungen und es bilden sich flötenförmige Aussparungen im Rückenmark. Toi, 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 ist jetzt alles gut und du machst auch ganz viel Sport und deswegen sind wir heute auch hier, weil du ja beim Rollstuhl-Tanztraining dabei bist, extra aus Hohenhameln hier nach Hannover gekommen und deine Mutter, die begleitet dich ja immer, beziehungsweise fährt dich auch hin. Jetzt ist sie unten und liest irgendwie ein Buch, jetzt wollen wir sie mal überraschen. Genau. Los geht's. Ja. Carola Flohr, wir sind von Antenne Niedersachsen und ich habe heute eine Überraschung für dich. Du bist nämlich diesmal unsere Heldin des Alltags. Herzlichen Glückwunsch. Was sagst du dazu? Wie du zu der besonderen Ehre kommst, das kann Marie am besten mal sagen. Sie ist einfach immer für mich da. Sie macht halt alles für mich und hilft mir in allen Situationen. Was machen Sie alles für Ihre Tochter? Was ist das Besondere? Also ich bin halt ihr Sportdulli. Fahrdienst, Nachtwache, was man so alles macht für sein Kind. Und sein Kind im Besonderen halt, wenn es halt nicht laufen kann, hat es halt nochmal so andere Herausforderungen im Leben. Du bist aber trotzdem der absolute Sportprofi, ne? Rollstuhl, Tanztraining und was machst du noch alles? Naja, Profi würde ich jetzt nicht sagen. Ich mache noch Triathlon und fange dann mit Fechten an. Wie schaffen Sie das nun, irgendwie genug Kraft zu kriegen für den Alltag und fürs Leben? Tja, wie macht man das? Keine Ahnung. Man funktioniert halt einfach, ne? Und Marie ist halt so der positivste Mensch, den ich kenne. Und wie kann man traurig sein, wenn einem einer immer anstrahlt? Es gibt Mütter, die geben wirklich alles für ihre Kinder. Aber ihr könnt auch mitmachen und euch ehrenamtlich engagieren, irgendeine super Sache machen. Es gibt so viele tolle Sachen. Macht ihr auch mit bei Niedersachsens Helden des Alltags. Niedersachsens Helden des Alltags. Kennt ihr auch einen, dessen Geschichte unbedingt ins Radio gehört? Schreibt uns. studio@antenne.com. Antenne Niedersachsen. Unser Herz schlägt für Niedersachsen.